Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Copter Pro. Und zwar heute mit einer Drückjagdanalyse. Wir haben zwei Teile für euch abgedreht, und zwar Teil 1 Drückjagdtag mit Copter Pro und Teil 2 davon. Damit ihr seht bzw. versteht, was genau in dem Video passiert ist, analysiere ich das Ganze jetzt mal für euch und das hier einfach am Computer, und wir zeigen euch quasi, was wir da gemacht haben, wie sich das Wild verhalten hat. Und seid auf jeden Fall gespannt auf das Video. So, herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Analyse unseres Drückjagdtags. Also ihr habt die zwei Teile hoffentlich gesehen, ansonsten schaut sie euch vorher nochmal an, weil ich erkläre jetzt mal ganz kurz, was wir da eigentlich gemacht haben. In dem ersten Teil haben wir Folgendes gemacht: Wir haben uns also getroffen, haben eine Lagebesprechung gemacht, wie läuft so eine Drückjagd ab, wie organisieren wir das, wir haben uns die Flächen angeguckt und sind dann eben zu der Position gefahren, wo wir halt die Drückjagd überfliegen wollten, beziehungsweise die zwei Treiben, die wir überflogen haben. An dem Tag war es relativ neblig, war schwer zu fliegen, aber wir haben natürlich direkt geguckt, ob Rehwild im Treiben ist, und haben auch relativ schnell Rehwild gefunden. Das Rehwild ist durch die Drohne relativ unruhig, geht auch schon vorab raus. Wir haben also weitergesucht und haben dann Sauen gefunden. So, wir haben Sauen gefunden, wir haben eine Rotte bestätigt. Das sieht man auch an der Rottenstruktur. Ich zeige euch das hier auch gleich mal im Video. Aber ich analysiere jetzt eher mal den Teil 2, weil da geht es wirklich um die Action, was ist wirklich passiert. Im Teil 1, wie gesagt, haben wir alles abgeflogen. Im Teil 2 ging es eher darum, wie haben wir die jetzt bejagt, wie haben wir die gesprengt und was ist da überhaupt passiert. Also, ich fange einfach mal an. Hier haben wir zum Beispiel die Hunde geschnallt, und beim Hundeschnallen ist es halt wichtig, gerade wenn man mit der Drohne arbeitet, man hat jetzt Sauen gefunden, was will man dann machen? Man will sie natürlich relativ schnell sprengen. Wir haben natürlich das Treiben vorher abgestellt gehabt, sind dann mit den Hundeführern an die Dickung gegangen und schnallen die wirklich unmittelbar in der Nähe der Sauen, damit man einfach die Sauen direkt auf die Läufe kriegt und genau sowas nicht passiert, wie ihr ja auch hier kurz im Video seht. Das hat sich nachher ein bisschen gewandelt. Die Sauen sind dann doch relativ gesprengt worden, aber das gucken wir uns jetzt mal an. Also ich spule mal hier so ein bisschen vor. Hier haben wir zum Beispiel eine Szene. Hier haben wir einmal das Normalbild auf der rechten Seite, einmal das Wärmebild ist hier auch nochmal markiert, habt ihr auch in den Teilen gesehen. Ihr seht hier zum Beispiel in dem Bereich, da liegen jetzt die Sauen. Das sind relativ unklare Punkte, aber es sind relativ große Wärmepunkte, Wärmequellen. Also wir haben quasi Kessel. Wenn wir das dann im Normalbild uns nochmal angucken, auch mit der Zoom-Funktion der DJI Advance, die hier benutzt wurde, sehen wir dann auch alles klar, das sind wirklich Sauen. Da streckt sich manchmal auch eine oder dreht auch mal einen Kopf und man kann es noch genauer ansprechen, aber die liegen meistens auch so, dass man auf jeden Fall erkennen kann, ist es ein Stück Rehwild oder ist es wirklich eine Sau. Also hier haben wir die Szene jetzt zum Beispiel, wo wir die Sauen gefunden haben. Da haben wir auch ganz kurz gesehen, wo die Sauen sind. Als wir rangezoomt haben, hier in dem Bereich liegen sie, bisschen verteilt. Hier unten drunter waren noch zwei einzelne Sauen. So. Und das haben wir halt dann festgestellt und dementsprechend wussten wir, alles klar, wir können da gezielt jagen, gerade weil es an der Straße war, das sieht man später auch, wo wir angehen. Die Straße ist natürlich sehr gefährlich und da muss man halt natürlich aufpassen, da wurden zwar Leute abgestellt, die den Verkehr nicht geregelt haben, darf man ja nicht offiziell, aber zumindest mal sich kenntlich gemacht haben und gesagt haben, fahrt mal ein bisschen langsamer, hier ist was. Also auf jeden Fall ein Hinweisschild und sich jemand hingestellt. Und es ist für uns dann natürlich auch besser, weil natürlich wollen wir auch nicht, dass unsere Hunde überfahren werden. Wir waren an dem Tag, oder was wir auch generell machen, als Drohnenpiloten und Hundeführer unterwegs. Das heißt, wir fliegen das vorher ab und gehen danach auch mit den Hunden aktiv da dran, weil wir wissen, wie das funktioniert. Also, und nehmen natürlich auch die anderen Hundeführer mit. Klar, die machen das ja auch nicht zum ersten Mal, aber die sind auch froh, wenn sie wissen, alles klar, da sind Sauen drin, was für Sauen sind drin. Gerade, ich sage jetzt mal in der Zeit Januar, Februar, wird ja nicht mehr Vieh gejagt. Wenn da gejagt wird, dann muss man auch gucken, sind da Bachen mit Frischlingen zum Beispiel drin. So, wir spulen jetzt hier mal nochmal ein bisschen vor. Gucken wir hier. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier. Da sind die Sauen schon aufgestanden. Also hier oben im rechten Bereich oben, im Normalbild sieht man auch die Hunde kommen. Also wir sind quasi unterhalb
unterhalb der Saun gegangen, haben die Hunde geschnallt. Es kam aber noch eine Treibergruppe quasi von hinten angelaufen und man sieht, die Sauen steigen auf. Ich lasse es einfach mal durchlaufen. Da ist noch der Kessel und hier gehen die Sauen langsam raus. Ja? Und die sieht man auch im Normalbild nachher. Da sieht man dann die einzelnen Sauen wechseln. Hier oben seht ihr, da kamen die Hunde langsam ran und da wechseln die Sauen. Ihr könnt euch das ja auch nochmal in dem Teil 2 genau angucken. Es geht ja hier nur mal darum, dass ihr versteht, was die Sauen da eigentlich genau machen. Und das ist jetzt genau der Punkt. Die Sauen haben das gemerkt, es ist Unruhe und wollten jetzt im Rottenverband raus. So, Problem ist dann aber, dann kommen sie einem Schützen, der hat dann eventuell Erfolg, schießt eine oder zwei, aber man kriegt sie nicht richtig gesprengt oder die sichern irgendwo und das ist auch passiert. Die haben sich in eine Ecke gestellt und haben erstmal gewartet. Was passiert hier eigentlich? Die drücken sich und dann überläuft man die auch schnell. So, dann sind wir hingegangen und haben das Ganze mit der Drohne halt weiter verfolgt. Die Rotte ist hier hoch, ist hier in den oberen Bereich gegangen. Wir sind losgegangen mit den Hunden und so, und hier ist jetzt zum Beispiel mal eine ganz klare Situation. Hier haben wir den Hund, ja, hier haben wir den Hund. Und hier, das sieht man ganz schlecht, man sieht es gleich, wenn der Hund näher dran geht. Die Dickung riecht natürlich wirklich unheimlich nach Sau, wenn da halt viele Kessel sind und wenn da viel Betrieb ist. Und die Hunde kriegen das dann auch nicht immer direkt in die Nase. So, und dann laufen die da rum und manchmal drücke die Sau sich. Und da müssen die fast unmittelbar drauf treten, genauso wie die Treiber, bevor die Sau überhaupt mal springt. Und das passiert. Die Hundeführer oder auch die Hunde, die Treiber, laufen an den Sauen vorbei. Man denkt, die Dickung ist Sauen rein, sind alle raus. Nee, und da liegt noch eine ganze Rotte hinter einem. Hier war es eine einzelne Sau. Und hier seht ihr, ich spule mal noch ein bisschen vor. So, und hier sehen wir jetzt, da haben wir den Hund, da haben wir den Treiber, der kommt, oder den Hundeführer. So, und hier in dem Bereich liegt die Sau. Und der Hund war eben schon wirklich fast genau an der Sau dran. Und die Sau steckt sich, die bewegt sich wirklich keinen Meter. Und man sieht einfach, wie schwer es die Hunde auch in der Dickung haben, da wirklich dran zu kommen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, die Hundeführer sind dabei, der Hund kommt dran, die Sau springt. Ja, und das ist genau das Entscheidende quasi, dass wir nochmal gucken, sind da Sauen drin, stecken sich die Sauen. Wir wollen das nicht unbedingt immer mit der Drohne drüber begleiten, damit die Sauen auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen Abstand zwischen Fliegen und Jagen haben. Aber natürlich, wenn sich eine ganze Rotte nachher wieder steckt und es knallt nirgends, da fragt man sich auch, wo sind die denn hin? Und da kann man lieber noch einmal mit der Hundeführer oder mit der Hundemeute nochmal zurückgehen und gucken, dass man die restlichen Sauen auch rauskriegt. So, hier sieht man das Ganze jetzt auch nochmal gleich im Normalbild in der Dickung quasi gefilmt. Die Sau ist oben raus und hier, man sieht, der tritt fast auf die Sau drauf, bevor die überhaupt mal springt. Ja? Und da merkt man einfach, die Sauen sind wirklich extrem schlau. Die stecken sich wirklich bis man fast drauf tritt und wenn man einen Meter an denen vorbeiläuft, gehen die nicht raus. Ja? Klar, es gibt auch Hunde, ich sage jetzt mal, die laufen da zehnmal durch und die treten die quasi da raus. Die haben auch viel Erfahrung, aber auch denen fällt das schwer, wenn wirklich, wenn sie auch schon platt sind, wenn sie schon eine Stunde, zwei gejagt haben, nochmal die ganze Dickung zu durchkämmen, da ist kein Geruch mehr, beziehungsweise so viel Gerüche, dass die nichts mehr in die Nase kriegen. Und da hat man eben das Problem, dass die Sauen sich stecken. So, und jetzt sieht man hier, die Sau geht ab. Und jetzt haben wir das mal schön gefilmt, was natürlich auch mal coole Szene ist. Die Sau geht hier ab, ja, die Hunde sind hinten dran und die Sau geht wirklich aus der Dickung raus. Wir haben sie wirklich einzeln da rausgeschmissen und sie kommt gleich einem Schützen, der hier im Hang steht. Der sieht natürlich auch, dass die Hunde einen relativ großen Abstand haben. Und gleich seht ihr mal, wie das aussieht. Jetzt gleich kriegt sie den Schuss angetragen. Und jetzt kriegt sie den Schuss angetragen und jetzt rollt sie runter. Ja? Also einen tödlichen Schuss, was wirklich super ist, weil man will ja auch nicht, dass dann, das war eine schwerere Sau, das sieht man jetzt auch hier. Die zappelt zwar noch, die Hunde sind dran, aber jetzt würde man natürlich auch sehen, hat sie einen schlechten Schuss, sitzt sie, ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt, auf dem Arsch. Und ist es ein Keiler, der nur noch um sich haut, dann weiß auch ein Hundeführer, alles klar, ich muss dahin. Weil die Kommunikation muss natürlich auch stimmen. So sehen wir, die Sau liegt, die Hunde sind dran und die hat einen tödlichen Schuss gehabt.
Und im Endeffekt haben wir jetzt mal so ein Resümee gemacht, eine Analyse gemacht, wie das Ganze aus der Luft aussieht, wie unsere Hunde arbeiten. Das war auch der Hintergrund an der Geschichte, dass ihr das einfach mal aus der Sicht der Drohne seht. Wie gut sieht man die Sauen in der Deckung? Was passiert, wenn Rehwild in der Deckung ist? Und vor allem, wie arbeiten unsere Hunde? Und finden die auch Sauen, die sich noch stecken? Und jetzt habt ihr ja ein gutes Beispiel gesehen, dass die Sauen sich noch stecken. So, und da ist eine Drohne wirklich eine super Ergänzung. Das war's mit meiner Analyse zu dem Video. Guckt euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, die Teile auf jeden Fall mal an. Ist interessant. Und gebt uns mal einen Kommentar hier drunter. Wir wollten damit einfach mal zeigen, wie das aus der Luft aussieht. Und bedanken uns fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Euer Alex von Copter Pro.